Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge My Test. Oder vielmehr S-Test. So, wenn ich jetzt hier die Vakuumtür hinbaue. Und jetzt hier neben die Kiste baue. Und das Ding einstelle. Achso, ist das nicht. Ist ja keine Adjustable. Für Adjustable braucht man wieder irgendwelche Scheiße. Ach, viel mal Mese. Was ein Käse. Bald war er um. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Leck mich. Die Frage ist, auf welchen Radius machen wir das? Ich sag mal, wir machen mal 10. 10 sollte reichen. Set. Oh. Die ersten Sachen sind direkt drin. Nice. So. Jetzt wird's Party hart. Ja, und wir haben direkt 3 Saplings wieder. Ich habe aber auch wieder 2 aufgefangen. Cool. Das heißt, ab jetzt müsste die Anlage komplett self-alone-Dings arbeiten. Was ich gerne noch machen würde, ist, weil ich glaube, es wird zu dunkel, wenn hier oben Holz ist und so. Wir müssen hier also wahrscheinlich noch irgendwo Licht aufstellen. Jetzt ist die Frage, was war heller, Mese oder Torch? Haben wir einfach noch Fackeln? Ja, noch Fackeln. Würde ich die mich erstmal hinten hinstellen. Ungefähr so und so. Damit die ein bisschen Licht spenden. Wobei, ist wahrscheinlich zu hoch, ne? Ja, wird schon reichen. So. Können wir jetzt erstmal unseren Stuff hier wegbringen? So, Bone Meal. Bone Meal war oben mit, ne? Oh, mach die Anlage hier. Oh, 3 Diamanten schon. Hui. Langsam wird's ja. Ey. Und die Kiste ist auch langsam am leeren. Sehr gut. Nice. Wo war dieser Drecksdünger? Der war auch oben, ne? Hier irgendwie war der. Wobei wir den jetzt schon echt fast direkt mit verwurschten könnten, wenn wir ehrlich sind. Naja. Nope. Das kommt da rein. Du kommst noch da. Du kommst noch da. Du kommst noch da. So. Ach halt, Quatsch. Die da. Wo zum Teufel haben wir die ganzen Blätter? Wir hatten nochmal voll viele Blätter gehabt. Ach, da hinten. Apfelbaumblätter nach da. So, dann haben wir bald ganz viel Apfelbaum. Alles.
Vor allem auch ganz viele Äpfel. Muhaha. Lass mich durch, ich bin Arzt. So. Dann müsste jetzt bald die Kiste voll sein. Muhaha. Die Frage ist, wie sehe ich jetzt, ob der Baum genug Licht hat, um von alleine zu wachsen? Das kriege ich doch nie im Leben raus. Aber wir werden natürlich hier oben immer so eine komische Krone haben. Geht halt nicht anders. Da wissen wir nicht, wie gesagt, wie wir das machen sollten. Dann bist du irgendwie. Naja. Ich weiß nicht, ob es Objekte gibt, die so großräumig Sachen abbauen können, automatisiert. Also auf ein Metersignal halt. Von daher glaube ich nicht, dass wir das wegbekommen. Aber es würde schon ausreichen, wenn tagsüber genug Licht ist, dass die Bäume wachsen. Ne, wenn sie nachts nicht wachsen, okay, dann ist das halt so. Aber so ein bisschen tagsüber wäre es ganz geil. Gut. Jetzt wird es natürlich gerade Nacht. Haben wir denn noch Mese irgendwie da? Ne, müssen wir also erstmal bauen. Ah, Emanation. Und alles nur zum Testen. Wobei, wir haben diese komischen Dinger. Warum wir die Dinger haben? Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott. Ach da. So. Können wir nicht einfach davon drei so drumherum stellen? Dann müsstest du eigentlich schnell genug sein, oder? So. Achso, Maximum ist 8. Na gut, reicht auch aus. Haha. Wobei, so hell sieht es da drin jetzt gar nicht aus. Das sollte aber eigentlich reichen. Ja, das funktioniert super. Kann ich mal bitte hier... Ich möchte sterben. Hä, vor allem, wie konnte er das Ding abbauen, wenn da noch Werkzeug drin war? Oder hat das Werkzeug... Ah, nicht schon wieder. Das Werkzeug droppt er dann auch einfach immer mit. Ah, ganz vergessen. So. Muss so reichen. Es ist da schon hell, dass es auch nachts wachsen müsste. Achso, jetzt weiß ich gar nicht mehr wie wegen Timing hier, ne? Ist das damit überhaupt noch richtig? Müsste richtig sein. Weil, ich meine, so schnell, also, das Timing hier ist ja nur entscheidend, wenn er was pflanzt. Ich hasse dieses Wasser. Wenn er hier was pflanzt, dass er denn nicht direkt wieder anfängt, hier zu engagen. Aber geht ja nicht, weil er pflanzt ein Sapling und daraus muss er erstmal wieder ein Baum werden. Das sollte also eigentlich alles funktionieren. Jürgen. Da gucken wir mal, ob da bald mal ein paar Bäume sind. So. Du nach da, du nach da, du nach da.
Weg mit dir. Haben wir keine Äpfel? Achso, doch, Äpfel aber auch unten. Ach, egal. So. Wie sieht jetzt in unserer Anlage? Haben wir gerade schon nachgeguckt, ne? Oh. Oh, da gibt's. Hä? Interessant. Naja. Langsam lichtet sich ja die Kiste. Wobei nicht wirklich. Ja, voll doch. Ah. Ja, mittlerweile 3 Diamanten. Also ressourcenmäßig macht es schon echt einen Unterschied jetzt. Ich meine, wir waren in keiner Höhle, wir waren nicht aktiv und haben jetzt schon wieder massenhaft an neuen Duster bekommen. So, das ist schon geil. Muss man schon ganz, ganz stumpf zugeben. Ich wünschte halt nur, es würde hier bei den ganzen Kisten und so vielleicht mal so eine Funktion geben wie automatisch sortieren oder überscheffeln oder sowas. Wird es aber halt nie geben, weil diese Kisten zum Beispiel, diese doppelten Kisten, ist halt durch eine Mod. Das heißt, jede Mod, die selber Kisten implementiert, müsste dann auch diese Features implementieren. Und das wird halt nicht passieren. So, das ist halt. Ich könnte hierbei sogar noch eine Tür installieren. Nee. Ist so dunkel da unten. Ja, die Mine brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr, ne? Da werden wir nie wieder hinabsteigen müssen. Läuft doch. Völlig umsonst gebaut. Danke dafür. Na gut, völlig umsonst nicht. Wir brauchen erstmal die Rohstoffe, um überhaupt das hier bauen zu können. Von daher. Aber dennoch ist das jetzt ein Relikt vergessener Zeit. Oder so. Diese Lava da unten, ey. Ja, wir haben Lava in der Haus. So. Gibt es denn noch irgendetwas, was ich bauen wollte? Also wir haben jetzt eine automatische Baumfarm. Wir haben eine automatische Mineralanreicherung, also die uns mit Mineralien anreichert. Die Frage ist, bauen wir noch eine Straße, die aus diesem ganzen Zeug, was wir unten jetzt haben, automatisch Dust und Ingots macht? Oder lassen wir das lieber? Weil A bräuchte dafür noch mehr Platz. Das heißt, wir müssen erstmal dann noch einen Kellerraum ausheben. So, danke dafür. Please don't. Und vor allen Dingen ist da dann wirklich die Frage, wie weit wird uns das was bringen? Weil aus dem ganzen Zeug, das schnell das zu machen und Igne zu machen, dauert jetzt nicht so lange. Ja, weiß ich nicht. Bin ich ein bisschen überfragt. Tja, was natürlich mittlerweile auch komplett obsolet ist, ist ja hinten unsere Hütte, ne? Die Hütte da. Aber gut, die ist ja schon lange obsolet. So, da wird halt nichts passieren. Was man noch gucken könnte, ist, ich würde halt gerne. Was ist eigentlich mit diesen ganzen Construction-Dingern? Wir haben hier diese ganzen komischen. Die Dinger. Was machen die? Also, der hier scheint irgendwas zu deployen und zu grinden. Achso, das sind einfach nur bessere Formen davon. Ah. Ich dachte, die machen alle 3 verschiedene Sachen. Ja, gut. Das ist also. 2 davon und 2 davon wiederum ergeben in denen. Aber was bringen die? Konstruktor. MK3. Kann man mit denen großflächig Sachen abbauen oder was? Weil die sind ja denn, die wären dann ja auch eher stationär. Würde mich halt schon hart interessieren, was man mit denen eigentlich machen kann. Bräuchte was von natürlich nochmal so ein. Bräuchte einfach mal so ein Ding, ja, ne?
Und ist schon was gewachsen hier? Nee. Natürlich nicht. Das wird auch nie funktionieren. Ach, was ein Albtraum. Wir haben. Ein Notebreaker hätten wir. Diesen Deployer müssen wir aber bauen. Haben wir denn. Nee, Pisten haben wir auch keine mehr. Das heißt, wir müssten auch einen Pisten erstmal bauen. Ach, ich wüsste aber schon gerne, was so ein Construction. Warte mal kurz. Wir recherchieren mal. So. Technics Konstruktor. Oh mein Gott. So. Na gut, Lua-Datei brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Nope. Nope. Oh, wie toll wird der Sack mal geschrieben hier? Holy shit. Konstruktor. Oh. Da fehlt ein S. Konstruktor gibt's gar nicht. Das ist nicht geil. Das ist doch jetzt getappt, Vicky. Ach so, ach, das Vicky. Ah, okay. Das ist natürlich Konstruktor. Falsch gelesen. Resource, Tools, Chest, Consumers. Tools. Nope. 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 Mal gucken, was irgendwas gibt's. Hier gibt's gar nichts. Latex. Wow. Chest, nein. Generator, nein. Wirklich viel hier nicht drin, ne? Gucken wir uns mal hier durch. Nee. Maschinen. Also, das ist das Ding hier. Kirtamal, Digilein, Consumers, Chest, Song. Ach, ist doch alles Kacke hier. Nope. Nope. Gibt's gar nichts. Gut, würde ich mal sagen. Bauen wir einfach mal so ein Ding und hoffen mal, dass dabei nichts explodiert. Das wäre Holz, Kiste, haben wir noch eine? Ich brauche ein bisschen Holz. Und ich brauche eine Kiste.
So was brauchen wir. So, dann brauchen wir hierfür, brauchen wir... Ja. Oh, der gespielte Stahl hier, sag mal, Leute. Wollt ihr mir erzählen, dass du schon wieder leer ist, oder was? Sie haben letztens erst über 100 Stück gemacht. Oder haben die alle verbraucht schon wieder? Ich glaube, wir haben ja alle verbraucht. Ich wüsste zwar nicht wofür, aber ich meine, scheint ja so. Was haben wir denn gemacht? Ich meine, ich weiß ja, wir haben ganz viel von diesen komischen Notbildern gemacht. Was war dafür so viel Eisen? Stimmt, für die Dinger haben wir ja relativ viel gebraucht, ja. Da haben wir auch Pisten gebraucht. Haben wir echt keine Pisten mehr? So eine verpisste Scheiße. Ach, leck mich. Bevor ich noch lange rumdaddel, mache ich einfach mal, oh, hier war nochmal noch welche. Mach ich am besten gleich nochmal noch ein bisschen Dust. Ich hasse mein Leben gerade. So. Schleifmaschine da rein. Die Hälfte da rein und die andere Hälfte da rein. So. Dann haben wir das auch. Hat gut funktioniert. Ich bin begeistert. Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir auch. Achso. Wir haben nur zweimal Holz. Ja, damit. Irgendwie schaffen wir es immer wieder, unser Inventar voll zu klatschen. Danke. So, danke. Kette. Jetzt geben wir hier mal Kette. Ja, oder auch nicht, weil wir keine mehr haben. Das läuft jetzt sehr gut. Wir können doch nicht rein zufällig unser gesamtes Metall und alle Ketten verbraucht haben. Das wäre doch ein zu großer Zufall. Haben wir irgendwelche Scheiße im Inventar? Nö. Ist doch nicht wahr. Oh mein Gott. Jupp. So, Ketten. Danke. Gut, haben wir das auch. Und es fehlt immer noch was. Wir haben Stein, wir haben Holz, wir haben kein Mesekorn. Danke. Los, schleif schneller. Gut, dann kommt der andere Stack nämlich direkt mal hier rein. Aber hier schon wieder ein bisschen was in der Pipeline. So viel Eisen, wie wir hier gerade verbrauchen. I don't know why, but es ist so. So, jetzt haben wir das Ding und wir haben das andere Ding.
Ach, er hat natürlich nur das Falsche gebaut. Okay. Das war natürlich völlig klar. So, wir brauchen natürlich einen Deployer. So. Deswegen haben auch die ganzen Ressourcen nicht gereicht. Ach, leck mich doch. Brauche ich schon wieder zweimal Gestein. Danke. So. Jetzt haben wir die beiden Dinger. Und jetzt haben wir so ein Construction-Ding. Das Ding setze ich mal lieber nicht hier drinnen ein, sondern hier draußen. Fach 1. Und was genau macht er jetzt so? Okay, er nimmt zumindest schon mal Mesokon-Signal an oder produziert ein Mesokon-Signal. Das wird ja abenteuerlich. Lass erst mal Inventar hier frei machen. Dann werde ich schon wieder Gaga. Er macht irgendwas. Aber keiner weiß genau was. Werkzeuge kann ich hier nicht reinpacken. Na super. Konstruktor. Ja, wir können natürlich auch mal im Quellcode nachgucken, ob da irgendwas drin steht. Aber. Ah, was macht der? Nö. Mods. Nein. Worlds. Creative World Mods. Technik. Technik. Nein. Mein Test, Konstruktor, Lua. So, Lava Source, Deploy Node. Was? Wasser oder Lava? Nein, das ist so. Das klingt danach, als wenn er irgendwas platziert. Wo ist denn dieser Formspec?
Ach. Der bleibt so glücklich, einfach nur Sachen? Was? Moment mal. Jetzt sind 10. Jetzt wieder 11. Okay, also der kann wohl bauen und zerlegen gleichzeitig. Wo sollte man sowas einsetzen können? Vor allem wäre jetzt die Frage, wenn der das kann, so was könnte denn bitteschön der 2 und der 3, was ist denn der Unterschied? Die können auch bloß platzieren und setzen. Verstehe ich jetzt nicht wirklich. Oder setzen die das denn in einem größeren Bereich? Wobei auch wieder da die Frage ist, wo könnten wir sowas, kann man sowas überhaupt sinnvoll... Wir gucken mal nächste Folge. Erstmal hier. Ja. Bis dann.